kleiner Lichtblick für den Tag. Sonntag, 3. November. Das Wort zum Tag steht heute in 2. Petrus 1, Vers 2. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen. Dieser Aufkleber an Autos sagt zwar nicht, welcher Gott hier angeboten wird, doch er drängt zu der Frage, wie ist dein Gott? Stimmt dein Gottesbild mit dem überein, was uns Gott über sich in der Heiligen Schrift mitgeteilt hat? Oder sind deine Anschauungen über Gott von übernommenen Vorstellungen oder von deinen Wünschen geprägt? Auch wir Christen unterliegen der Gefahr, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines Menschen zu verwandeln. So heißt es in Römer 1, Vers 23. Falsche Gottesvorstellungen hindern viele Menschen daran, ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen. Manche Christen wenden sich von Gott ab, weil er ihre Erfahrungen nicht erfüllt hat, die zu erfüllen er gar nicht versprochen hat. Andere wiederum wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil sie auf seine Forderungen nicht eingehen möchten und gehorsam seinen Geboten gegenüber als unzumutbar ansehen. Unser Andachtstext weist darauf hin, dass Gottes Gnade und sein Friede umso mehr in uns Raum finden, je tiefer unsere Gotteserkenntnis reicht. Darum darf unser Bemühen nie aufhören, Gott immer besser zu erkennen. Er versichert uns in Jeremia 29, die Verse 13 und 14, »Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.« Mit außerordentlichem Eifer suchte der Mönch Martin Luther Gott. Er quälte sich im Kloster mit einem Gott, vor dem er nicht bestehen konnte. Erst durch das eifrige Studium des Römerbriefes fand er den Gott, von dem man wegen der eigenen Sünden nicht ständig Angst haben muss, sondern der allen Gläubigen durch Christus aus Gnade, Vergebung, Gerechtigkeit und inneren Frieden schenkt. Das führte ihn zu einer radikalen Abwendung von einem falschen, bedrückenden Gottesverständnis. Wir verdanken also der Reformation eine Hinwendung zu dem wahren Gott, wie er uns in seinem Wort begegnet. Joachim Hildebrandt.